Schönen guten Abend. Ich heiße Sie sehr herzlich willkommen im Museum Martha. Ich freue mich, dass wir heute mit der Ausstellung Ungehorsame Werkzeuge der Künstler mit der Künstlerin Cynthia Marcelle unser Jahresprogramm 2023 starten. Schon der Titel verrät, dass es einerseits um Ungehorsam geht und andererseits um Werkzeuge, die ja eigentlich im System funktionieren sollen, die es aber vielleicht manchmal nicht tun. Wir können auch an den Begriff des zivilen Ungehorsams denken oder aber an eine Art Revolution, die hier praktiziert wird. Ein Ausbruch, Umbruch und um das Bestehende zu hinterfragen. Sehr herzlich begrüße ich Cynthia Marcelle. Sie wird nachher selbst noch ein paar Worte sagen. Sie ist 1974 in Belo Horizonte in Brasilien geboren, lebt im Moment in Sao Paulo, hatte zahlreiche Einzelausstellungen in Europa, beispielsweise in Oxford, in Barcelona, ich würde es jetzt mal zu Europa zählen, in Kiew, in der Pinchuk Foundation. Sie hatte ihr Land hat sie 2017 in Venedig auf der Biennale repräsentiert und war in zahlreichen Gruppenausstellungen vertreten in der Tate, Berlin, Sao Paulo, Sharjah Biennale etc. etc. Sie ist sozusagen international bekannt, aber dies ist ihre erste Einzelausstellung im deutschsprachigen Raum. Und für das Martha Herford setzt sie einen Anfang für Raumerlebnisse, die wir in dieser besonderen Architektur und in diesen geschwungenen Räumen in der Zukunft erarbeiten. Es gab auch nicht so viele Einzelausstellungen in der Vergangenheit und vor Cynthia Marcelle nur eine einzige Frau, das war Asta Gröting 2006. Denn diese 1200 Quadratmeter Hallen jemandem zur Verfügung zu stellen, ist eine große Verantwortung. Es gehört Mut dazu und es bedeutet für uns aber auch ein wichtiges Zeichen als Commitment für das, um was es hier gehen soll, nämlich um die Kunst, um die künstlerische Praxis. Die Ausstellung versammelt insgesamt eine Auswahl von 13 räumlichen Installationen und Videos, die allesamt alles andere als gehorsam sind. Anders als in bisherigen Ausstellungen der Künstlerin hat die Kuratorin mit der Künstlerin eine Auswahl zusammengestellt, die ganz ohne fotografische, gerahmte Werke auskommt. Und so projiziert die physische Auseinandersetzung in Resonanz auf die räumlichen Besonderheiten des Museums zu dynamisieren. Der Titel diese Ausstellung ist der mexikanischen Autorin Gabriela Yaregui entlehnt, die sich wiederum selbst auf Audre Lorde bezieht, die es folgendermaßen zusammenfasst in ihrem gleichnamigen Buch. Dass die Werkzeuge der Herrschenden werden das Haus der Herrschenden niemals zerstören. Somit werden hier eigene Ansätze gewählt, um aus bestehenden Routinen und vermeintlich festgelegten Systemen auszubrechen. Und so nimmt diese Ausstellung uns mit auf einen beeindruckenden Perspektivwechsel.